Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie euch vielleicht da hinten auffällt, wird es langsam zunehmend gelber im Wald, denn es ist der goldene Oktober und den mag ich übrigens besonders gerne. Das bedeutet natürlich, es wird golden hier im Walde. So meine Lieblingszeit, so vom Gefühl her zumindest. Wenn man im Wald ist und dann dieses herrliche Licht im gelben, goldenen Buchenwald, wenn dann auch noch ein bisschen die Sonne scheint, das ist einfach toll. Also das ist so wirklich meine mit Abstand liebste Zeit im Wald. Und allein das wäre Grund genug, dass ich euch mal erzähle, wieso denn jetzt der Wald überhaupt bitteschön gelb wird. Ja, wenn ich euch jetzt erklären will, warum Blätter normalerweise grün sind, muss ich euch erstmal erklären, was Licht ist. Damit tue ich mich so ein ganz kleines bisschen schwer, weil ich bin ja kein Physiker. Man kann das also, wahrscheinlich kann ein Physiker das dann wirklich nochmal viel schöner erklären und so weiter und so fort. Aber mal ganz grob gesagt ist ja Licht elektromagnetische Strahlung, die von einem Körper mit einer Temperatur, die über dem absoluten Nullpunkt liegt, abgegeben wird. Soll heißen, auch diese Eichel leuchtet, nur eben sehr schwach, so dass wir das mit unserem Auge überhaupt nicht wahrnehmen können. Wir selber leuchten auch. Jeder Körper, der eine Oberflächentemperatur hat, die irgendwie höher ist als minus 273 Grad Celsius, glaube ich, gibt Licht ab. Und je höher die Temperatur eines solchen Körpers ist, desto mehr Licht gibt da ab. Wenn ihr also einen schönen glühenden Metallklotz habt, dann leuchtet der. Das ist dann sogar für uns zu sehen, aber auch noch nicht sehr intensiv leuchtend, besagter glühender Metallklotz, denn wir nehmen ihn nur rot wahr. Hingegen, wenn etwas sehr, 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 sehr hell weißlich leuchtet, dann kann man davon ausgehen, dass da schon ein hoher Anteil an sehr kurzwelligem Licht und hoher Energie auch vorhanden ist, die da abgegeben wird. Denn es ist so, dass Licht in verschiedenen Wellenlängen auftritt. Also das Licht an sich, der komplette Verbund einer Lichtquelle, gibt Energie in allen möglichen Wellenlängen ab. Also solche Wellen sind sowas hier, wenn man sich die aufmalen möchte. Und es gilt grundsätzlich folgender simpler Grundsatz: je kürzer die Welle, also je eher die so verläuft und nicht so, desto energiehaltiger ist er. Also je kürzer, desto eher bombt's rein. Soll heißen, UV-Licht, also Ultraviolett, das ist der Bereich, der so macht. Und entsprechend uns Sonnenbrand und ähnliche schöne Dinge beschert, weil es einfach wahnsinnig energiereiches Licht ist. Während Infrarot, das ist die andere Seite des Spektrums, also da dazwischen befinden sich alle unsere Farben. Hier ist UV, das krasse Zeug, und hier ist Infrarot, das eigentlich ziemlich langweilige Zeug. Kalte Dinge geben dann überwiegend nur Infrarotstrahlung ab, die wir gar nicht sehen können. Außer wir sind so ein Militärfreak und rennen mit dem Infrarot-Sichtgerät ab. Dann sieht man nämlich die Wärmesignatur von Dingen, die nur ganz wenig Energie abgeben. So langsam leuchtet es euch vielleicht ein. Im UV-Bereich, da ist die Energiestrahlung schon auch schon wieder so hoch, dass wir sie auch gar nicht sehen können. Weil man muss auch so ein bisschen sagen, darauf ist unser Auge nicht ausgelegt, weil solche Energiestrahlung sehen zu können, dafür müsste man sie ins Auge ja auch reinlassen, in Anführungszeichen, auf die Netzhaut lassen, und die ist schon so energiehaltig, dass das ungesund wäre, schlicht und ergreifend. Deshalb versuchen wir gar nicht, in diesem Bereich noch was sehen zu können und befinden uns im Bereich des sichtbaren Lichts. Der zwischen Ultraviolett und Infrarot liegt. Ich könnte euch jetzt auch ein paar Wellenlängen nennen, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Und innerhalb dieses sichtbaren Lichtes funktioniert es mit den Farben jetzt folgendermaßen, denn die Farben sind jetzt wichtig. Wenn wir eine Farbe sehen, dann liegt das nicht daran, dass der Gegenstand eine entsprechende Farbe hat, sondern das Licht der entsprechenden Wellenlänge reflektiert. Sprich, wenn wir etwas sehen, das ist grün, dann liegt das daran, dass es grünes Licht nicht absorbiert, sondern wieder abgibt. Wir sehen immer nur das als Farbe, was wieder zurückgeworfen wird von einem Körper.
Und je nach Wellenlänge eben, ob das jetzt nun so ist, oder so, ist es irgendwas zwischen krass blau und krass rot, sozusagen. Und alle anderen Farben liegen da dazwischen irgendwo. Ich kenne mich mit Farbenlehre nicht so wirklich aus. Ich habe in Kunst da auch nie aufgepasst. Kunst, grauenhaft. Wie dem auch sei, da befinden wir uns und es gilt grundsätzlich, ein Körper, der eine bestimmte Farbe hat, nimmt das entsprechende Licht, nachdem er aussieht, nicht auf. Der Himmel ist blau, weil er UV-Strahlen reflektiert und wieder abgibt quasi ans Universum, damit wir nicht sofort, sobald wir irgendwo an die Sonne kommen, gleich unter Sonnenbrand sofort eingehen. Ohne Atmosphäre wäre das extrem ungesund, nach draußen zu gehen. Also jetzt rein von der Sonnenstrahle her, das mit dem fehlenden Sauerstoff wäre natürlich auch nochmal so ein Problem, aber jetzt nur mal so rein UV-Strahlung mäßig gesehen. Und deshalb himmelblau, weil viel UV-Strahlung da eben abgegeben wird und das können wir dann sehen, weil die in alle Richtungen quasi durch die Gegend gestreut wird. Beispiel roter Himmel des Abends. Das funktioniert dann so, dass ja der Sonnenstand ein anderer ist. Wenn wir hier sind und es mittags so auf uns drauf scheint, dann muss die Sonne ja relativ einen kleinen Weg durch die Atmosphäre zurücklegen, um zu uns zu kommen. Wenn sie hingegen hier so seitlich kommt, wie das eben abends oder morgens der Fall ist, dann legt sie noch einen weiteren Weg durch die Atmosphäre zurück. Sprich, es ist einfach mehr Zeit und mehr Atmosphäre da, die entsprechendes Licht reflektiert. Und von der UV-Strahlung kriegen wir schon gar nichts mehr mit, beziehungsweise wir sehen gar nicht, dass die reflektiert wird, weil die schon so weit weg ist, dass die Sonne, wenn sie bei uns ankommt, schon im Infrarotbereich reflektiert wird. Also deshalb sieht die Sonne dann schon wieder rot aus. So, aber jetzt kommen wir zurück zum Grünzeug. Denn, wie ihr jetzt vielleicht schon vermuten könnt, ist das deswegen grün, weil es grünes Licht reflektiert. Mit grünem Licht können Pflanzen nichts anfangen und sind deswegen grün. Ist ja eigentlich irgendwie ganz lustig, ne? Deshalb haben auch die meisten Tiere übrigens eine Spezialisierung auf den grünen Bereich, sofern sie überhaupt Farben sehen können, dann sind sie hervorragend darauf eingestellt, von ihrem Sehvermögen her, grüne Nuancen zu unterscheiden, um saftige von nicht saftigen Blättern zum Beispiel unterscheiden zu können, jetzt mal simpel ausgedrückt. Sich demzufolge grün getarnt anzuziehen, wenn man auf die Jagd geht, ist per se erstmal blöd, weil wenn das Reh was sieht, dann ist es grün. Ja, ist so. Manche Jäger ziehen trotzdem gerne noch grüne Jagdklamotten an, aus traditionellen Gründen, weil sie es lustig und schön finden und lieber vom Reh gesehen werden als vom Spaziergänger. Das ist ja legitim, das darf jeder so machen, wie er möchte. Aber wenn ihr mal jemanden seht, der in orange-gelber, roter Flecktarnkleidung durch den Wald rennt, das ist dann ein relativ moderner Jäger, der tatsächlich gut getarnt vorm Wild sein möchte und stattdessen von unsereins nicht unbedingt erschossen werden möchte. Prinzipiell wäre es eigentlich gut, wenn alle Jäger so rumrennen würden. Andererseits habe ich so ein gewisses Verständnis dafür, dass sie da keinen Bock drauf haben. Aber das nur mal wieder als Anekdote zwischendurch. Es ist so, dass in der Photosynthese, für die Photosynthese, besonders Licht im blauen Spektrum, sagen wir es jetzt mal so, blauer Bereich, kurze Wellenlänge, energiereiches Licht, macht ja irgendwo Sinn, ne? Für die Photosynthese verwendet wird. Dann kommt lange, lange nichts mehr. Also vom blauen Spektrum gehen wir dann hier ins Grüne, Gelbe und bis dann so irgendwo so in den roten Bereich über. Und im roten Bereich, da ist dann auch nochmal ein Peak, wo dann wieder Lichtenergie genutzt wird. Ja, Chlorophyll habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist eben dieser Stoff, in dem die Photosynthese stattfindet, der da maßgeblich für verantwortlich ist. Und deswegen ist der grün, weil er auf blaues Licht und rotes Licht spezialisiert ist und dazwischen geht nichts. Man spricht da von der sogenannten Grünlücke in der Photosynthese. Grünes Licht, ganz, ganz blöd. Deshalb kommt auch nochmal erschwerend dazu, was dann auch im Waldboden ankommt. Licht, das nicht aufgenommen wird und nicht verbraucht wird, wenn man so möchte. Die Energie wird ja umgesetzt in der Photosynthese, ist dann halt auch eben wieder grün. Deshalb haben wir im Wald halt gerne eben so grüne Lichtstimmungen. Je weiter unten man ist, desto grüner wird's. Das ist besonders im Dschungel der grünen Hölle sehr eindrucksvoll. Also wenn man da mal wirklich richtig im Urwald unterwegs war, da hast du absolut, das ist alles grün, 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 grün.
So, jetzt gibt es immer mal wieder Pflanzen, die versuchen, diese Grünlücke zu schließen, in Anführungszeichen, indem sie mal experimentell ausprobieren, was denn passiert, wenn man keine grünen Blätter hat, sondern Blätter, in denen ein anderer Farbstoff überwiegt, zum Beispiel Rot. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es gibt gerne mal in Parks und Gärten größerer Art einzelne Bäume, die das ganze Jahr über rote Blätter oder gelbe Blätter haben, meistens sind es rote. Das ist tatsächlich so ein Gendefekt eigentlich, weil schön aussieht, hat man diesen Gendefekt gefördert und den entsprechenden Baum begünstigt, vermehrt durch unser Einwirken. Wenn eine Buche mitten im Wald steht und plötzlich auf die Idee kommt, jetzt durch irgendeinen Gendefekt rotes Laub zu haben, würde sie im normalen Wald eingehen. Das hat sich also in der Natur nicht durchgesetzt, dieses Experiment der Natur, probieren wir es mal mit rotem Laub, sowas ist grundsätzlich immer eingegangen, bis auf im Herbst, aber dazu kommen wir gleich noch, aber ja, normalerweise, es wird immer mal wieder versucht, klappt es auch mit andersfarbigem Laub und das Resultat ist eben, es klappt nicht. Es gibt in der Natur nur in ganz seltenen Ausnahmesituationen wildlebende, langfristig überlebende Pflanzen, die eine andere Blattfarbe haben als grün. Und wenn sie eine andere haben, dann ist das meistens eine Art weiß oder grau. Das dient dann der erhöhten Reflexion der Sonnenstrahlung und ist ein Verdunstungsschutz, damit die Pflanze nicht zu viel Licht abbekommt, weil es ist in der Photosynthese so, alles was man an Licht abbekommt, muss man auch benutzen, in Anführungszeichen. Sprich, wenn Licht ankommt und in den Photosyntheseapparat reinknallt, dann ist die Energie da. Mit der muss dann irgendwas passieren. Die kann man nicht einfach wieder rauswerfen, das geht nicht. Die ist dann da und muss weiterverarbeitet werden innerhalb dieser komplizierten biochemischen Reaktion, die sich eben Photosynthese nennt, muss zu Energie umgewandelt werden und mit dieser Energie muss auch irgendwas angestellt werden. Denn ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr immer nur Energie aufnehmt, und weiterleitet und dann immer mehr Energie und Energie und Energie und ihr nutzt die Energie nicht, dann macht es irgendwann Peng. Sozusagen so, mit viel Umwegen und viel um den heißen Brei herumreden, aber ich habe euch da eben so eine schöne Warnung hier eingeblendet, dass das wieder mal ein extremes, ganz komplexes Video wird. Also bitte beschwert euch nicht, beziehungsweise an dieser Stelle solltet ihr jetzt dann ausschalten, wenn es euch schon zu viel ist, denn es wird noch mehr. Im Zweifelsfall zwischendurch Pause machen, Kaffee trinken, irgendwie sowas. So, wir haben jetzt also geklärt, warum sind Blätter normalerweise grün? Warum sind sie jetzt im Herbst plötzlich nicht mehr grün? Man muss dazu sagen, neben der Photosynthese, dem Chlorophyll, eben diesem für uns grün erscheinenden Farbstoff, gibt es noch einen zweiten, der da drin enthalten ist, im kompletten Photosynthese-Gesamtapparat. Und das ist unterschiedlich. Meistens sind es Carotinoide oder Anthocyan, heißt das, glaube ich. Ja, die sind dann so gelblich, orange, rötlich, rot, braun. Irgendwo so in dem Bereich, also quasi das gesamte Spektrum der möglichen Herbstfärbungen von verschiedenen Baumarten. Und die sind zusätzlich noch da, eben zum normalen Chlorophyll. In jedem Blatt ist da das ganze Jahr über immer auch noch sowas vorhanden. So, das ist wichtig, denn was passiert jetzt im Herbst mit dem Chlorophyll? Es ist ja so, dass bei unseren Laubbäumen, also die, die sich auch verfärben, ne, die Blätter im Winter abgeworfen werden. Das hängt also durchaus miteinander zusammen und ist nicht voneinander gekoppelt, sondern ganz elementar wichtig, dass im Herbst die Blätter runterfallen, ist der Grund, dass sie vorher bunt werden. Im Chlorophyll selber sind einen ganzen Haufen richtig wertvolle Nährstoffe, die der Baum da reingesteckt hat, quasi sozusagen, um das Chlorophyll überhaupt bauen zu können, braucht er nämlich im Wesentlichen zwei wirklich seltene Nährstoffe in größeren Mengen, Stickstoff und Magnesium. Das sind so die beiden Mangeldinger, die eigentlich eine wechselgrüne Pflanze nie so in dem Maße hat, dass es sich leisten könnte, die zu verlieren. Wenn jetzt der Baum also seine Blätter runterwirft und die sind noch voller Stickstoff und Magnesium, dann fehlt ihm das. Das kriegt er nie wieder in dem Maße nachgeholt, also aus dem Boden, wie er es dann im Herbst jedes Mal runterwerfen würde. Man muss also als Baum irgendeine Methode entwickeln, dass einem nicht jedes Jahr der
70% des bauminternen Stickstoffvorrats verloren geht. Oder sogar noch mehr. Hängt von der Baumart ab. Das Chlorophyll wird im Herbst abgebaut. Das heißt, das zersetzt sich, der gesamte Photosyntheseapparat wird langsam und stückweise auseinandergenommen. Wenn ihr euch mal ein Herbstblatt anguckt, dann werdet ihr feststellen, das ist jetzt schon zu weit fortgeschritten und ich finde hier gerade auch partout kein passendes, das noch nicht komplett entfärbt ist, was ja logisch ist, sonst würden sie ja noch nicht vom Baum fallen. Nur wenn die Farbe ganz raus ist, kommen sie normalerweise freiwillig vom Baum. Der Entfärbungsprozess in so einem Blatt kann man sich ganz gut angucken, wenn man sich das Blatt anguckt. Denn es ist folgendermaßen, in der Mitte, möglichst weit weg quasi von allen Blattadern, beginnt der Entfärbungsprozess üblicherweise. Schaut euch das mal bei einem Baum an, der noch nicht komplett entfärbte Blätter hat. Da werdet ihr sehen, dass um die Blattadern rum normalerweise noch ein bisschen Farbe zu finden ist und erst so und in der Mitte es bereits beginnt mit dem Entfärbeprozess. Das ist relativ sinnvoll, weil dann hat man noch lebendige, voll funktionsfähige Zellen, über die man die Nährstoffe in Richtung der Autobahn, also der Blattader, ableiten kann. Deshalb ist es immer gut, wenn es in der Mitte anfängt und nicht von den Blattadern ausgehend, weil dann müssten ja die Nährstoffe der weiter wegsetzenden Zellen durch schon nicht mehr ganz funktionsfähige Zellen abgeleitet werden. So, das nun mal so zur Reihenfolge, wie das Ganze abläuft. Wie gesagt, das Chlorophyll wird aufgelöst, dieser Stoff, und die wichtigen Nährstoffe über den gleichen Weg, wie sonst normalerweise der in der Photosynthese produzierte Zucker und andere Stoffe, auch vom Blatt weiter in den Baum, in die Speichergewebe, zum Beispiel in die Wurzel, bis ganz nach unten, jawohl, transportiert werden. Und genau das Gleiche passiert im Herbst eben, wie mit dem Zucker auch, mit dem Stickstoff und überwiegend Magnesium. Also das sind so die zwei primären Sachen, die immer recycelt werden. Alles mögliche andere wird auch noch recycelt, aber nicht in so einem krassen Maß, wie das bei Stickstoff und Magnesium der Fall ist, weil beides eben im Chlorophyll auch enorm viel vorhanden ist. So, also unser Blatt ist jetzt quasi komplett entgrünt. Die Nährstoffe sind überwiegend draußen, aber Blatt hängt noch am Baum. Und ja, jetzt hängt es da halt eben noch. Solange es da noch hängt, kann man ja möglicherweise noch was damit anfangen. Es wäre jetzt an diesem Punkt nicht mehr schlimm, wenn der erste Herbststurm kommt und sämtliche Blätter vom Baum reißt. Also so richtig schön rüttel, rüttel und das Zeug fliegt runter noch im sehr gelben Zustand, beziehungsweise noch mit einem leichten Restgrün drin. Wird umso weniger schlimm, je gelber, je brauner die Blätter schon sind. Also im weiteren Verlauf des Herbstes ist es umso unwichtiger, dass die Blätter noch am Baum bleiben. Aber solange der Sturm nicht kommt und das Chlorophyll schon abgebaut ist, quasi alle wichtigen Nährstoffe recycelt sind, hat man dann ja immer noch diese gelbliche, das sagen wir einfach mal, wir reden von der Buche und die ist gelb, Farbe. Was bedeutet das jetzt? Wenn grüne Farbe bedeutet, kein grünes Licht wird aufgenommen, weil damit der Baum nichts anfangen kann, dann bedeutet rötliche Farbe, gelbliche Farbe, kein gelbes bzw. rötliches Licht wird aufgenommen, weil damit der Baum nichts anfangen kann. Im Herbst geht das nicht mehr. Und das hat auch nochmal irgendwo, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es meine Theorie ist, beziehungsweise die Theorie einiger Leute. Das ist noch nicht so ganz bewiesen, daher so leicht bis ziemlich spekulativ, was ich jetzt als nächstes sage. Das Zeug ist ja rot. Sprich, rotes Licht wird reflektiert. Sprich, mit rotem Licht kann der Baum nichts mehr anfangen. Das macht irgendwie Sinn im Herbst, denn das Licht hat ja jetzt einen weiten Weg durch die Atmosphäre. Und man könnte jetzt sagen, und während dieses weiten Weges schafft es dann eigentlich das kurzwellige Licht, das energiearme Licht, kaum noch großartig durch die Atmosphäre durchzukommen, beziehungsweise das bisschen, was davon dann noch ankommt, damit kann man gar nicht mehr so viel anfangen, dass
hat dann kaum, das ist einfach nicht mehr viel mengenmäßig und würde zur Photosynthese nicht mehr viel taugen. Was noch durch die Atmosphäre durchkommt, weil es halt eben schnell ist und Energie hat und durchsaust, kann man sagen, ist dann immer noch das Licht im blauen Spektrum, das dann ja, wenn es ankommt, im Photosyntheseapparat ja auch energiehaltig ist und da lohnt sich sozusagen jeder Lichtstrahltreffer auf dem Blatt noch bis zum bitteren Ende, solange die Blätter überhaupt noch am Baum sind. Sprich, meine Vermutung und die Vermutung mancher Kollegen, es könnte eben sein, dass das deswegen eine spezielle Anpassung ist und diese rötlichen Farbstoffe dafür da sind, um noch die letzten blauen Lichtstrahlen quasi noch verwerten zu können. Der Baum will also sozusagen das Risiko nicht eingehen, weiterhin komplett funktionsfähige Blätter am Baum zu haben, obwohl schon eine Zeit, die von Stürmen geprägt ist, begonnen hat, wo es zu gefährlich ist, dass ihnen die Blätter abgerissen werden oder der erste Frost kommt und dadurch die Blätter auch vernichtet werden und dann komplett kaputt sind und dann ist es auch zu spät, um dann noch irgendwelche Nährstoffe rauszurecyceln. Dass man quasi dieses Risiko nicht eingehen will, aber trotzdem noch eine Möglichkeit gerne hätte, die letzten Lichtstrahlen sozusagen noch zu nutzen und noch ein bisschen Photosynthese zu machen, bevor es endgültig vorbei ist. So eine Übergangslösung sozusagen. Und eine Tatsache, die diese Theorie stützt, ist es, dass mitunter im Herbst nicht nur das grüne Zeug abgebaut wird und nur noch die gelben und so weiter übrig bleiben und die Bäume deshalb gelb sind, sondern man kann auch beobachten, dass einige Bäume im Herbst dann sogar noch zusätzlich nochmal Energie und Ressourcen verbrauchen, um neue rote Farbstoffe zu produzieren. Das ist insbesondere im Indian Summer in Nordamerika der Fall. Da werden ja die meisten Bäume rötlich. Die rötlichen Farbstoffe, die da im Herbst auftreten, werden neu gebildet. Die sind gar nicht unbedingt vorher in den Blättern schon drin, sondern speziell extra für den Herbst werden die dann nochmal produziert. Kurz bevor das Blatt das Zeitliche segnet, macht sich der Baum nochmal die Arbeit, nochmal etwas zu produzieren. Ergo, das muss irgendeinen Sinn haben. Das kann nicht sein, dass der das einfach so macht. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt im normalen Internet, sage ich jetzt mal, also abseits von irgendwelchen totalen Fachchinesisch-Veröffentlichungen, die ich dann lese, recherchiert, dann findet man ganz häufig den Hinweis, dass es nicht geklärt ist, warum wollen wir das tun. Eben im Herbst nochmal rotmachende Farbstoffe produzieren, aber ich gehe davon aus, wir wissen's. Also wir haben zumindest eine Vermutung, die echt so richtig schön Sinn machen würde. Macht euch nochmal klar, die Blätter sind rot, ergo rotes Licht können sie nichts mit anfangen. Grünes Licht konnten sie vorher schon nichts mit anfangen. Was bleibt dann noch übrig? Blaues Licht. Und was ist das Licht, das jetzt überhaupt noch nennenswert durch die Atmosphäre durchkommt? Blau. Also ich finde, für mich persönlich und einige Kollegen ist das durchaus eine plausible Erklärung, ist aber noch nicht bewiesen und demzufolge darf ich das auf YouTube erklären bzw. behaupten, auf einer wissenschaftlichen Fachtagung natürlich nicht. Das ist das Schöne bei YouTube, man darf mal ein bisschen rumspekulieren. So, wisst ihr was? Ich glaube, damit hätten wir das durch, ne? Jetzt bleibt noch zu klären, warum die Blätter denn überhaupt vom Baum geschmissen werden im Winter. Warum bleiben die denn nicht einfach oben, von mir aus auch im roten Zustand, quasi noch so lange wie warum tut man sich das an, warum holt man die Nährstoffe da raus, man könnte sie ja über den Winter auch hängen lassen und eben genau das geht nicht. Es sei denn, man ist ein Nadelbaum und hat da spezielle Anpassungen. Ein Laubblatt hat diese aber nicht. Ein Laubblatt ist weich. Ein Laubblatt ist nicht besonders stabil, das ist nicht sonderlich verhärtet. Das ist eine insgesamt ziemlich lockere Angelegenheit. Da ist nicht viel stabiles Material verbaut. Laubblätter sind sozusagen ökologisch darauf ausgelegt, über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum produziert zu werden, zack, und ausfalten und dann heftig Photosynthese zu betreiben. Die haben relativ wenig Abwehrmechanismen, sprich das Blatt enthält auch weniger Material, das eine andere Funktion hat, als Licht zu absorbieren und Zucker zu produzieren.
und demzufolge sind die hochspezialisiert und machen eine Wahnsinnsphotosyntheseleistung. So ziemlich jedes Laubblatt ist so ziemlich jeder Nadel im Flächenvergleich. Ne? Ein Quadratzentimeter Laubblatt ist fast immer von der Photosyntheseleistung her nochmal deutlich leistungsfähiger als ein Kubikzentimeter Nadelblatt. Hat eben den Nachteil, wie gesagt, die enthalten nichts außer Photosyntheseapparat und sind dann einfach instabil, wenn jetzt der Frost kommt und Folgendes macht. Das Blatt gefriert, das Wasser in der Zelle, denn jede Zelle hat eine kleine lustige Blase drin, die sogenannte Zellsaftvakuole, die primär Wasser enthält. Das ist dafür da, dass die Zelle immer schön aufgepustet ist und einen gewissen Innendruck hat, damit sie nicht in sich selbst zusammenfällt. Unter anderem noch diverse andere Funktionen. Und diese Vakuole gefriert dann. Und was passiert, wenn Wasser gefriert? Es dehnt sich aus. Was passiert mit der Zelle? Sie platzt. Sprich, Laubblätter überleben keinen Frost. Oder nur ganz, ganz leichten Frost, weil man dann doch so ein ganz leichtes bisschen Schutzmaßnahmen in manchen Laubblättern drin hat. So, das ist der eine Grund. Man kann Laubblätter über den Winter gar nicht behalten. Der Baum hat die Möglichkeit nicht, beziehungsweise wenn er es versuchen würde, müsste er extrem viel Ressourcen aufwenden, um die Laubblätter winterfest zu machen. Und das rentiert sich einfach nicht. So ein Laubblatt ist nicht teuer, stoffwechseltechnisch gesehen, und da ist es wirklich rentabler. In Regionen, in denen das Sinn macht, das ist nochmal ein eigenes Video, dazu komme ich dann irgendwann nochmal separat, die Blätter vorm Winter einfach abzuschmeißen. Und das Interessante ist, das muss jetzt nicht zwingend der Winter sein, denn es gibt zwei wesentliche Gründe, weshalb die Blätter vor so einer ungünstigen Periode abgeworfen werden. Der eine Grund ist eben der Frost, der sie zerstören würde. Der andere Grund ist Wassermangel. Im Winter ist es zu trocken. Man spricht davon Frosttrocknis. Ich sage jetzt mal den Fachbegriff zuerst, bevor ich erkläre, was das ist. Das Problem ist ja nämlich Folgendes. Das Wasser, das der Baum automatisch braucht, solange er Blätter hat. Weil wenn er Blätter hat, machen diese Blätter Photosynthese. Die Energie kommt an, muss verbraucht werden, muss umgesetzt werden und dafür ist immer Wasser notwendig. Ja, denn ein wesentlicher Prozess in der Photosynthese ist halt eben das Aufspalten von Wasser. Ohne das Aufspalten von Wasser ist die Photosynthese nicht möglich. Und somit kann der Baum seinen Wassertransport nach oben, solange da Photosynthese stattfindet, gar nicht aufhalten. Das geht nicht. Das muss er dann machen. Er hat nicht die Wahl, Photosynthese zu machen, sondern solange die Möglichkeit besteht, dann läuft die automatisch. Das kann man nicht abschalten. Da gibt es keinen Schalter oder ähnliches. Ergo, der Baum braucht auch weiterhin Wasser. Wenn jetzt aber dummerweise Folgendes passiert im Winter, der Boden gefriert. Schwierig, Eis durch den Baum nach oben zu pumpen, um das da oben als Gas abzugeben, um dafür CO2 aufzusaugen und Photosynthese zu betreiben. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Wenn der Boden gefriert, das Wasser im Boden gefriert, ist der Punkt erreicht, wo kein Wassertransport im Baum mehr möglich ist, außer mit dem im Baum gespeicherten Wasser. Dieser Wasserspeicher würde sich dann entleeren, wenn weiterhin Photosynthese stattfinden würde. Und das wäre rein von der Strahlung her im Winter immer noch möglich, zwar nicht mehr sehr intensiv, weil auch die Tage sehr kurz sind, aber es ginge theoretisch und der bauminterne Wasserspeicher wäre halt irgendwann leer und hätte keine Möglichkeit mehr, sich aufzufüllen. Das hat unter anderem dann auch das Problem, dass sämtliche Wasserleitungen quasi auch leer laufen würden und die Wasserfäden, die sich im Baum befinden, vom Boden bis zum Blatt, würden abreißen. Und es ist so, das muss ich euch irgendwo an einer anderen Stelle auch nochmal genau erklären, das führt jetzt wirklich viel zu weit, wenn so ein Wasserfaden mal durchgerissen ist, dann kann der nicht mehr repariert werden und das komplette Wasserleitsystem im Baum ist zerstört. Da ist der komplette Baum im Eimer. Da geht dann nichts mehr. Es sei denn, er hat noch so viel Energiereserven, dass er im nächsten Frühjahr ein neues Wasserleitsystem anlegen kann. Aber das schädigt ihn schon extrem. Es wäre also mit enormem Risiko verbunden, wenn ein Laubbaum versuchen würde, seine Laubblätter über den Winter irgendwie dran zu behalten und im Winter weiterhin Photosynthese machen zu können. Was macht jetzt der Nadelbaum anders? Weil der behält ja seine Nadeln normalerweise oben. Bis auf die Lärche, die ist, was die Nadelphysiologie angeht, so eher ein Laubbaum. Das ist so ein ganz spezieller Spezialfall. Werde ich im entsprechenden Lärchenvideo vielleicht mal erklären. Oder ich mache noch ein extra Video. Ihr seht, es gibt noch jede Menge Stoff. Wie dem auch sei. Der Nadelbaum hat ja ganz andere Blattphysiologie. Ne? Das sind diese Nadeln, die sind ja hart. Nehmt mal eine beliebige Nadel in die Hand, die kriegt ihr nicht einfach so zusammengeknautscht wie jetzt hier so ein Blatt. Ne? Das geht nicht. Die sind richtig schön massiv. Die machen Folgendes. Wenn der Frost kommt und der Baum, die Nadelblätter normalerweise frecken würden, wie die Laubblätter,
weil entweder platzt die Zelle durch Frost in der Zelle, oder es kommt eben kein Wasser mehr, weil kein Wasser mehr im Boden aufgenommen werden kann. Dagegen gibt es ein relativ, einfaches Mittel kann man es nicht sagen, aber die Vakuole, also dieses wassergefüllte Ding in der Mitte der Zelle, wird bei Nadelbäumen sehr stark angereichert mit allen möglichen Salzen, vorsichtig ausgedrückt. Ihr wisst, wenn ihr irgendwo Salz reintut, dann zieht das Wasser an. Das heißt, sämtliches Wasser in der Zelle wird dann in die Vakuole gezogen, weil die so super salzhaltig ist. Wenig salzhaltiges Wasser fließt dann immer in Richtung da, wo viel Salz ist, weil es sozusagen, da gibt es so einen osmotischen Druck, der dazu führt. Das kann ich euch auch an anderer Stelle dann nochmal ausführlicher erklären. Aber wenn man jedenfalls immer schön ganz viel Salz in die Zellmitte packt, wird das Wasser zur Zellmitte hin gezogen und konzentriert und ist dann in der Zellmitte, in der Vakuole, als sehr starkes Salzwasser gespeichert. Sämtliches Wasser aus der Zelle. Sprich, die Zelle trocknet aus. Wenn jetzt der Frost kommt und versucht, die Zelle zu gefrieren, dann kann er den Zellkern, also diesen Wasserkern, nicht gefrieren, weil der ja krasses Salzwasser ist. Ihr wisst ja, das Meer gefriert normalerweise auch nicht, weil eben krasses Salzwasser. Und was dann allenfalls noch gefrieren kann, ist die Zellwand. Und die ist ja eben beim Nadelblatt super solide und ganz starr und fest. Macht Sinn, oder? Das heißt, das passiert nicht viel, die Zellwand geht nicht kaputt, die überlebt es sozusagen einzufrieren. In einem gewissen Maß. Es ist möglich, dass der Frost so krass wird, dass dann selbst die Vakuole, selbst diese salzhaltige Vakuole dann irgendwann auch noch gefriert. Und das ist dann auch der Punkt, wo auch ein Nadelbaum im Winter schlapp macht. So grob, schwer zu sagen, minus 50. Irgendwie so grob um den Dreh könnte das passieren. Oder eben, und das ist jetzt auch wieder wichtig, wenn der Frost überraschend kommt und der Baum keine Zeit hatte, sich auf den Winter vorzubereiten und keine Zeit hatte, dieses Salz in der Vakuole einzulagern, um die Blätter winterfest zu machen. Dann wird es halt eben wieder blöde, weil dann platzt die Zelle, bevor eben sie winterfest ist, und dann sind doch auch alle Nadeln am Arsch. Das ist das Risiko, was der Nadelbaum zum Beispiel hat. Der Laubbaum hat das Risiko, er holt nicht rechtzeitig die Nährstoffe aus seinen Blättern, bevor sie ihm verrecken. Der Nadelbaum hat das Risiko, er macht seine Nadeln nicht rechtzeitig winterfest, und wenn der alle verliert, hat er nicht wie der Laubbaum die Möglichkeit, im nächsten Sommer so relativ locker alles nochmal neu auszutreiben, weil er das ja gewöhnt ist und das der normale Vorgang für ihn ist, sondern der Nadelbaum ist dann mit ziemlicher Sicherheit am Arsch, beziehungsweise super schwer geschädigt. So einen Baum umbringen ist gar nicht so einfach übrigens. Also man kann ihn umsägen, dann ist er tot. Aber so durch Naturdinge, solange es jetzt nicht ein krasser Sturm ist, der ihn umreißt, ist es gar nicht so einfach, so einen Baum tot zu kriegen. Warum werden die wohl so alt? Das muss ja so sein. Das macht doch alles total Sinn. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist halt das, was ich so wahnsinnig faszinierend finde an dieser Naturgeschichte, an der Ökologie, dass das alles total Sinn macht. Und alles total miteinander zusammenhängt. Alles, was man beobachten kann, ist so, weil es so am sinnvollsten ist. Diese Harmonie, diese totale Ordnung, diese Perfektion. Ach, ist doch was Schönes. Und da kann man sich reinsetzen, so in so einen Wald, der so perfekt funktioniert, wo alles am richtigen Platz ist und alles genauso ist, wie es sein soll. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns in die Natur führt. Dass es da keine Verwirrung gibt, kein bin ich hier am richtigen Platz, was ist überhaupt meine Funktion, was soll ich in diesem Leben, sondern hier ist alles genau da, wo es hingehört, und alles ist richtig. Und wenn man mittendrin hockt, hat man irgendwie das Gefühl, dass man auch irgendwie richtig ist. So sehe ich das zumindest. Oh Gott, jetzt fange ich schon an, das zu philosophieren hier. Also so kommt der Nadelbaum über den Winter. Sprich, die zwei Möglichkeiten gibt's. Also Laubbaum abschmeißen, also Nährstoffe recyceln und abwerfen. Oder man behält alles, aber man macht quasi dicht. Das Problem mit der Trockenheit im Winter, das umgeht der Nadelbaum eben auch auf diesem Wege, dass er da sämtliches Wasser rauszieht und die Nadeln eben gefrieren. Wenn die Nadeln dann nämlich gefroren sind, äußerlich, oder halt eine Eisschicht drumherum ist, dann kommt auch die Photosynthese zum Erliegen, ohne dass der Wasservorrat im Baum leer läuft, sondern die geht nämlich wirklich dann aus, die Photosynthese. Das kann der Baum halt, wie gesagt, immer noch nicht einfach abschalten, aber er kann dadurch den Stoffwechsel so sehr reduzieren, dass das alles zum Erliegen kommt, ohne dass ihm eben die Wasserfäden abreißen im Stamm.
Das habe ich ja auch anfangs erwähnt, dass das das Hauptproblem ist. Wenn das Wasser, der Wasservorrat im Stamm ausläuft, dann reißen da die Wasserfäden und der ganze Wassertransport funktioniert nicht mehr. Das passiert eben dann nicht. So, das Vorteilige ist, beziehungsweise der Vorteil, das ist ein komischer Satz sonst, den der Nadelbaum eben hat mit seiner Nadeln-bleiben-dran-Strategie, sollte im Winter eine milde Phase eintreten, kann er relativ schnell den Salzgehalt in seinen Nadeln nochmal ein bisschen reduzieren, sodass Photosynthese auf einem reduzierten Niveau wieder möglich ist. Und der Nadelbaum kann auch im Winter weiterhin Zucker und andere Dinge, die er halt so braucht, weiterhin auch im Winter produzieren. Da hat der Laubbaum keine Chance. Laubbaum im Winter ohne Blätter, da geht nichts. Da funktioniert höchstens noch im Frühjahr dann das Anlegen der neuen Blätter. Dann werden die rausgeschossen sozusagen. Das funktioniert mit eben den Vorräten, die er im letzten Jahr angelegt hat, die dann aus der Wurzel nach oben gepumpt werden oder aus dem Stamm. Da wird auch noch einiges eingelagert. Und auf diesem Wege ist es dann möglich, relativ gut im Frühjahr die neuen Blätter rauszuhauen, die dann eine viel höhere Photosyntheseleistung haben, eben wieder als die Nadelblätter. Der Nadelbaum hat hingegen im Frühjahr dann den Vorteil, dass der viel früher anfängt. Kann mit Photosynthese, weil er nicht erst die neuen Blätter raushauen muss, sondern es wird warm, die Nadeln tauen auf und es geht los. Zack, so einfach ist das. Hat beides Vor- und Nachteile. Und jetzt muss ich es doch noch sagen, so ganz grob kann man sagen, immer grün zu sein, also zum Beispiel eben ein Nadelbaum, ist besonders dann von Vorteil, wenn die Vegetationsperiode zu kurz ist, oder ziemlich kurz ist, dass es sich nicht lohnt, extra Blätter für einen kurzen Zeitraum zu produzieren. Dann ist dann quasi die höhere Photosyntheseleistung vom Laubblatt rentiert sich nicht, weil es zu wenig Zeit hat. In so einem Fall bist du wirklich mit Nadeln viel besser dran. Deshalb stehen Nadelbäume meistens auch da, wo die Winter kalt, die Tage kurz sind. Diese beiden Varianten und die Möglichkeit zum Photosynthese machen, also der Teil des Jahres, in dem es einer Pflanze gut geht, der Sommer im weitesten Sinne, plus Frühling und Herbst, gibt es ja auch nicht überall, muss eben lang sein. Dann lohnt sich eben dieses wechselgrüne System und immergrün lohnt sich dann, wenn diese Phase nur ganz kurz ist und es einfach zu viel Nährstoffe verbrauchen würde, jedes Jahr neue Blätter zu produzieren. Alternative, immergrün lohnt sich auch dann, wenn es überhaupt keine Jahreszeiten, die negativ sind, gibt. Die Tropen zum Beispiel, da ist auch alles immer grün. Da kann man ja das ganze Jahr 365 Tage durchgehend, jeden Tag 20 Grad, jeden Tag ungefähr gleich viel Sonne, keine Jahreszeiten, beziehungsweise die eine Hälfte des Jahres regnet es, die andere Hälfte nicht. Das ist den Bäumen scheißegal. Beziehungsweise im tropischen Regenwald regnet es ja wirklich jeden Tag. Also, ne? Ist dann auch nochmal luxuriöse Situation, da kann man einfach quasi, wenn es jetzt gerade nicht dunkel ist, rund um die Uhr Photosynthese raushauen bis zum geht nicht mehr. Ein Nadelbaum würde in so einer Umgebung überhaupt keinen Sinn machen. Das wäre einfach nur Ressourcenverschwendung, so stabile, wenig Photosynthese betreibende, aber eben unkaputtbare Nadeln zu haben. Wozu denn? Da kann ja eh nichts passieren, was einem die Nadeln kaputt machen würde. Huiuiuiuiui, ihr seht, ich hole weit aus. Es gibt übrigens auch noch einen weiteren Grund, um wechselgrün zu sein. Der ist zum Beispiel am Mittelmeer so. Da gab es früher ausgedehnte Laubwälder, die gibt es jetzt nicht mehr, weil da die Römer waren und die Griechen und alle haben Holz gebraucht, um Schiffe zu bauen, um sich gegenseitig umzubringen oder Speere zu bauen. Speere bauen ist ja auch lustig, also kann die da schon verstehen. Wie dem auch sei, früher gab es mal ums Mittelmeer drumherum ausgedehnte Laubwälder und die waren auch meistens wechselgrün, weil im Sommer war es zu trocken. Da haben wir das gleiche Problem, wieso es im Winter trocken ist. Ob es jetzt trocken ist, weil das Wasser im Boden gefroren ist und nicht aufgenommen werden kann. Oder ob es trocken ist, weil überhaupt kein Wasser im Boden drin ist, das aufgenommen werden könnte. Spielt überhaupt keine Rolle für den Baum. Trocken ist es in jedem Fall. Sprich, der wirft über die Trockenheit sein Laub ab, weil ihm sonst die Wasserfäden reißen würden. Das habe ich ja jetzt schon erklärt. Das ist also im Prinzip dasselbe wie bei uns im Winter, nur dass eben das Argument mit den platzenden Zellen da dann nicht gilt, sondern nur das Problem mit den Wasserfäden. Aber woran man stirbt, ist im Endeffekt egal. Man sollte trotzdem vermeiden zu sterben. So, mir fällt nichts mehr ein. Ist einfach für mich schön zu sehen, dass ich meinen Wald wirklich kenne und
so ein Video tatsächlich machen kann. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt selbstverständlich, auch nicht unter meinesgleichen, also meiner Forstabsolventen-Kollegen, ohne dass ich da irgendjemand ans Bein pinkeln möchte. Aber das muss man erstmal können. So, ganz kleines bisschen angeben muss ich an dieser Stelle. So, tja, es wird zunehmend dunkler. Ich weiß nicht, ob ihr es im Lauf des Videos schon gesehen habt. Die Kamera gleicht das ja relativ gut aus. Aber langsam wird es jetzt schon wieder Abend. Und dementsprechend finde ich, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, hier Schluss zu machen. Mehr habe ich jetzt zu dem Thema auch nicht zu sagen, wenn ich jetzt nicht so ganz krass in die immergrün, wechselgrün Ökologie eingehen möchte. Das werde ich auch mal irgendwann noch mal tun, weil das auch was ist, was ich sehr faszinierend finde. Auch überhaupt die Grenzen des Waldes. Welche Grenzen hat das Baumwachstum und überhaupt, welche Rolle nimmt der Baum im Ökosystem überhaupt ein? Die Rolle des Waldes global gesehen. Sowas kann man auch noch wunderbar ausschweifend erklären und ich muss sofort aufhören, bevor ich damit anfange. Macht's gut! Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, dieses Video hat mir enorm viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wenn ihr jetzt immer noch zuguckt, bekommt ihr ganz exklusiv übrigens die Information, dass ich nächste Woche nicht da bin, übers Wochenende. Da ist Erstsemester Hüttenwochenende meiner Alma Mater und da bin ich anwesend als Exkursionsleiter und darf den Erstsemestern ein bisschen den Wald erklären. Das heißt, ich komme hinten und vorne nicht dazu, da noch irgendwie großartig Videos hochzuladen. Deshalb nächste Woche bin ich sozusagen im Urlaub, wenn man so will. Also ich arbeite ja, aber ne? Macht's gut. Jetzt aber wirklich. Tschüss.